Okay, alles klar, egal. Das ist ein oh. Sie ist nicht von den Viechern gestorben. Kelly Randolph. Sie ist nicht von den... Sie wurde nicht ausgesaugt. Sie ist... Ist sie erschlagen worden oder so? Also offensichtlich gibt es hier noch... andere unfreundliche Lebewesen, die... nicht nur durch Aussaugen töten. Cool, dass es einfach aussieht hier. Es sieht so cool aus. Phantom. Ach du Scheiße. Kann ich ihn vielleicht auch betäuben mit der Taserpistole? Geht das? Achtung, ist das... Stromleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie... Ist das klug, was ich hier mache? Wo ist er? Scheiße! Da ist er! Scheiße! Okay, ciao! Ciao! Boah, ich bin fast tot. Scheiße. Ach, was hat er alles dabei? Typhenorgan, Reagenzglasprobe und Psyhypo, okay. Ich nehme den Neuromod mit, brauchst du ja eh nicht mehr. Kann ich die ziehen? Offensichtlich nicht, okay. Ja, das hat ja noch nicht so gut funktioniert. Ach so, das brennt. Wie auch immer man eine angerauchte Zigarre braucht, aber egal. Das Feuer sieht extrem cool aus. Aber ich, ja, okay, bei den Phantoms muss man echt aufpassen. Habe ich da noch was zum Heilen? Scheiße. Das ist nicht so geil. Ich sollte vielleicht die Neuromod verwenden, oder? Wissenschaftler, was ist das? Mediziner. Das Wissen über Medizin erhöht die Effektivität von Medikits auf 150%. 300. Okay. Ich sollte vielleicht tatsächlich... Ich mach das mal. Das geht ja so nicht weiter. Weil es war blöd mit dem Medikit, aber egal. Das ist ja so echt scheiße. Ups. 2030. Ach so, das ist das hier, okay. Die Thanos 1 ist voll funktionsfähig. Oh Gott. Ein Meilenstein der privaten Raumfahrt. Die erste Neuromod ist erschienen und ermöglicht die spektakuläre Verbesserung des menschlichen Verstandes und Körpers. 2025. Okay. Der Transtar-Vorstand wird eingesetzt. Transtar kauft und privatisiert die Kletka-Einrichtung mit besonderem Augenmerk auf Sicherheit und modernsten Verbesserungen. Okay. 1980 bis 1994. So, die geopolitischen Entwicklungen führen zu einem vorübergehenden Stopp des Projekts Axiom. Die Kletka-Einrichtung wurde nach dem bedauerlichen Pobek-Unfall, bei dem zwei Wissenschaftler ihr Leben verloren, stillgelegt und geräumt. Okay. 1964. Nach dem vielgeschlagenen Attentat auf Kennedy bezahlen die USA für das Recht, Kletka als Testeinrichtung nutzen zu dürfen. Diese Periode, bekannt als Projekt Axiom, führt zu vielen Fortschritten in moderner Material- und Biowissenschaft, die der neuralen Modifikation zugrunde liegen. Mhm. 1963. Eine streng geheime Verhandlung im Kalten Krieg führt dazu, dass Amerikaner und Sowjets gemeinsam an einer Forschungseinrichtung namens Kletka arbeiten. Kletka, russisch für Käfig, produziert das Skelett und die Kernsysteme der Talos ein. Das ergibt alles einen Sinn, okay. Gut, ja, ja, haben wir ja richtig rum alles gelernt jetzt, ne? Das ist eine Wirbelsäule oder ein so ein Aufsatz von Wirbel, also so eine Erweiterung quasi, ich weiß es nicht genau. Ist das hier die Talos? Das wäre ja extrem groß, wenn es die Talos wäre.
Ach, ich hätte den auch einfach hier verbrennen können. Ah, Mann, ich bin so doof. Scheiße. Scheiße. Oh, Alter. Das habe ich toll. Jetzt habe ich einen Krampf im Fuß. Scheiße. Ah. Oh, was war das, die Kaffeetasse, die Scheiße? Guten Morgen, Talos. Frühstück wird bis 9 in der Kantine serviert. Oh, 3. Verpisst euch. Ihr Kackviecher, verpisst euch! Ich sterbe jetzt wahrscheinlich. 2030. Ah, ich habe keine Energie mehr, scheiße. Oh Gott. Okay, bis 20 lädt sich's wieder auf. Piss dich, du Scheißvieh. Stirb einfach. Oh Gott. Boah, ist das anstrengend mit den Viechern, ey. Nekropsie benötigt. Ach, hier ist er. Ach, hier. Alice Aiken, die ist auch durch was an. Vielleicht sind es die Phantoms, die töten. Auf diese komische Art und Weise. Also, was heißt komisch? Die halt einfach erschlagen oder so. Habe ich irgendwas zum Heilen? Ich weiß es nicht. Irgendwas zum Essen? Ich könnte natürlich jetzt hier Medikit verwenden, aber. Irgendwas zum Essen? Schrotpatronen, toll. Agavenreste. Kann natürlich alles nicht essen, ist ja toll. Was ist das? Psy-Hypo. Okay, also okay, alles klar. Also Psy habe ich noch nicht. Brauche ich noch nicht. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich hier am besten vorgehe, ohne zu sterben. Ich hätte vielleicht echt nicht auf schwer stellen sollen. Scheiße. Egal. Nochmal anfangen geht ja auch nicht. Müssen wir uns jetzt mit abfinden. Was war da gerade? Das kann ich nicht verwenden, okay. Was liegt hier? Bananenschale. Oder Nudeln. Oh. Ich kann es vielleicht anmachen. Udon, wo sind denn hier? Da. Stellt 5 Gesundheit wieder her, wow. Ja, besser als nichts. Oh, ich hab noch was zu essen, oder? Das hier? Sunburst Bananenpudding. 5 Gesundheit. Ich glaube, das war's aber auch, ne? Das hier sind synthetisches Material. Gut, das ist gut. Besserhandschuh kann ich auch nicht essen. Aber aus welchem Grund auch immer. Und da liegt noch jemand. Da ist irgendwie. Selbstschussanlage oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Angerauchte Zigarette. Ich nehme hier gerade noch die Blumenreste mit. Ich dachte, es wäre auf, deswegen bin ich drauf gesprungen. Warte mal, bevor ich jetzt da hochgehe, machen wir folgendes. Ich hoffe, dass hier jetzt kein Gegner kommt. Bianca Goodwin, ich nehme mal hier ihren biologischen Müll mit. Warum auch immer das, die diese biologischen Abfälle dabei hat. Jason Chung, ist klar. Und das Ding nehme ich auch mal mit. Kann ich jetzt nämlich aufstellen, wenn irgendwas kommt. Ich gucke erstmal hier. Michael Lazarev, was ist das? Ein Lüfter. Und eine EMP-Ladung. EMP-Ladung. Setzt einen großen Stoß elektromagnetischer Energie frei, der hocheffektiv gegen Roboter, Geschütze und andere elektronische Einheiten ist. Mit Maustaste 1 kannst du sie werfen oder stationär irgendwo befestigen, alles klar. Immer die Klugern wieder erstmal in die Hand. Hier hinten dran würde ich auch gern hin. Sarah El-Azhar. Hat hier gearbeitet. Die arme Frau lebt wahrscheinlich nicht mehr. Ich würde da reinkommen, weiß ich schon nicht, aber das finden wir schon irgendwie raus. Da ist noch ein Geschütz. Ich gehe erstmal da die Treppe hoch. Mit dem guten Gerät hier.
ganz ehrlich, das ist... Single-Fehler-Protokoll. Automatisches Auslöschergeschütz 0.7.6 also. Online. Hm. Das war er nicht, oder? Doch, das war er. Da wusste ich's doch. Wenn hier einfach so ein... Wenn hier einfach so ein Mülleimer runterfällt, dann... kann das nie im Leben... Kann das nie im Leben sein, dass hier nichts passiert ist. Das war jetzt offensichtlich. Fehler. Da hinten noch hinkommen, weiß ich nicht. Da hinten noch hinkommen, weiß ich nicht. Ich nehme das mal wieder mit. Weil, ja. Trauma Center. Das könnten wir vielleicht hacken. Da wir aber hacken noch nicht können. Uns damit erstmal abfinden. Ich fahre das Ding mal wieder aus. Automatisches Auslöschergeschütz 0.7. Brauchen wir auch eine Schlüssel. Da brauchen wir auch eine Schlüsselkarte für oder halt irgendwie anders reinkommen. Wie weiß ich noch nicht. Ich guck mal, wo Stelle, hier. Ziel, kein Alien-Material entdeckt. Ach, hier muss ich sogar hin. Hier in die, also hier zumindest hier in die Nähe. Bianca Goodwin. Ach, das ist. Hatten wir das Büro nicht. Ach nee, das war die Frau, hatten wir gefunden, stimmt. Oh, Traumazentrum-Karte, cool. Das ist ja was Wichtiges. Nee, okay. Die Dame mochte auf jeden Fall ein gutes Gläschen Wein. Eine neue Schlüsselkarte gefunden, das ist sehr schön. Ich würde sagen, wir gucken mal, was sie so an ihrem Rechner hatte. Ja, ups. E-Mails. Anstelle der Volontäre, hatten wir das schon? Sehr geehrte Mrs. Goodwin? Ich glaube nicht, ne? Von John Haskins. Ich brauche mehr Leute. Die Volontäre sind unruhig, noch mehr als sonst. Nummer 11 hat heute Morgen gedroht, mir den Schädel einzuschlagen, wenn er seine Beine nicht, nicht vertreten darf. Der Code für Ihr Büro lautet 0451. Der Code für hier oben ist nun 5503. Nicht mehr der Verzeichnete. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mir beim Eintippen zugesehen haben. Da habe ich ihn geändert. Für hier. Ist es für das Büro oder für was genau? Ich bin mir nicht sicher. Treffen mit Gustav. Von Dayo Ikwe. Und Bianca Goodwin. Moment, wir fangen von unten an. Sehr geehrte Frau Goodwin. Bezug nehmend auf meine bisherigen Anfragen möchte ich mich noch einmal erkundigen, ob es Neuigkeiten zum Besuch von Gustav Leitner gibt. Findet er noch statt? Und falls ja, wäre es möglich, eine Kopie seines Reiseplans zu erhalten? Ich würde ihn sehr gerne treffen vor der Neurokartografierung, falls möglich. Dr. Ikwe. Ich habe Ihre bisherigen Anfragen weitergeleitet. Wir werden sehen, was wir tun können. Aber es gibt keine Garantie. Der Zeitplan für den Besuch ist eng und ermöglicht unter Umständen kein persönliches Treffen. Sobald ich weitere Einzelheiten habe, teile ich sie Ihnen mit. Okay, danke. Besuch von Leitner. Sehr gut. Ikwe ist aufgetaucht, ruhig und höflich. Hat Leitner die Hand geschüttelt, als ob er Angst hätte, ihn kaputt zu machen. Hat ihn gebeten, ein Album zu signieren, das er mitgebracht hatte. Leitner wirkte geschmeichelt, das war also ein Pluspunkt. Wir haben versucht, es ihm so bequem wie möglich zu machen. Sein Zustand hat nichts an seinem Verlangen nach Zigaretten geändert. Seine Finger haben die ganze Zeit gezuckt. Es ist eine Schande, dieses Talent. Kein Wunder, dass er gescannt wurde. Helen. Von Helen Croft haben wir Janke Goodwin. Wer ist Helen Croft? Hat mir schon gefunden? Ich weiß es nicht. Den Namen habe ich mir wahrscheinlich nicht gemerkt, falls er schon da war. Plane. Okay, ist hier was hinter? Nee, ne? Kann ich einfach nur nicht tragen. Lautsprecher einschalten. Bewusstsein, das Feuer in den Gleichungen. Das hatten wir, glaube ich, schon, ne? Das haben wir schon gelesen. Was ist... Nichts Brauchbares.
Prinzipien der Neurowissenschaften, 10. Ausgabe. Das Gehirn wurde einst als... Achso, das hatten wir auch schon. Aber hier, die Notiz ist noch neu. Personal, bitte räumen Sie diese restlichen Kisten so bald weg wie möglich. Mein neues Büro... sobald wie möglich immer neues Büro in der Neuroabteilung. Ah. Okay, ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Warte mal, was war hier? Sylvain Bellamy. Testsubjekt. Von morgen Youth, also von uns. Sylvain, ich vertraue Ihnen mein Gehirn an. Sie machen gute Arbeit. Hoffentlich auch weiterhin. Wenn die Tests nicht erfolgreich sind und irgendetwas schief läuft, dann richten Sie Alex bitte aus, dass es nicht seine Schuld war. Ich habe mich immerhin freiwillig gemeldet. Wenn sich die Tests in die Länge ziehen, sollten Sie Ihr Büro vielleicht runter zum Simlab verlegen. Weniger Aufwand für Sie und Sie können ja wieder nach oben umziehen, wenn wir unseren Erfolg gefeiert haben. Okay. Also es war wirklich von uns selbst geplant. Also wir... Ziel, kein Teilchenmaterial entdeckt. Wir wollten das so. Wir sind halt offensichtlich wirklich sehr, Ach, das ist mein Büro, okay. Wir sind halt wohl wirklich sehr der Wissenschaft verschrieben, auf jeden Fall. Wir opfern uns selbst, unser Gehirn, um das alles hier, um das halt quasi zu erfahren. Wo? Alter. Wo ist das Vieh hin? OMG. OMG, Ausrufezeichen Hotboss. Ja. Tolles Passwort. E-Mail. Code geändert. Morgen, you, Jason Chung. Jason. Guten Morgen, Carlos. Alle Mitarbeiter haben sich zu ihrem Arbeitsterminal zu begeben. Im Falle einer Abwesenheit informieren Sie bitte unverzüglich Ihren Vorgesetzten. Aha. Jason, die Kerle von Erwartung haben das Keypad von meinem Büro vermurkst. Hab es auf 0451 zurücksetzen lassen. Ich bin eine Weile in den Simlaboren. Falls Sie also was brauchen, bedienen Sie sich einfach. Okay, irgendwo ist gerade ein Teifen lang gerannt. Oder irgendwie sowas. Das ist irgendwo versteckt. Warte mal. Aber das hätte das Geschütz doch sehen müssen. So schnell. So schnell versteckt er sich doch nicht. Ach, der ist direkt erschossen worden. Okay, da lag er. Alles klar. Also 0451. Ach, scheiße. 0451. Ja, fettes Büro. Willkommen zurück. Nicht schlecht. Das war in den letzten 3 Jahren Ihr Zuhause. Das Video dürfte auf Ihrem Arbeitsterminal sein. Fettes Büro, muss man sagen. Nicht schlecht. Ja, geil. Wenigstens mal was Gutes. Der Vorbestellerbonus. Okay, ich muss ein bisschen was loswerden erstmal. Ich esse mal die Banane. Zitronenschale. Weggeworfene Zitronenschale. Materialertrag. Ich weiß ja nicht, was ich damit machen kann. Ob das einfach nur Müll ist oder sowas. Ich will auch da nichts loswerden. Recycler-Schild. 19,4 GHz. Spezialisiert der Schild, durch den du immun gegen Recycler-Ladungen bist. Okay. Ah ja. Kann ich den anziehen? Eingabe. Ah. Achso, okay. Ich kann auch wieder rausschmeißen. Okay, alles klar. Verstehe. So funktioniert es also. Anzug-Chipsätze. Das ist ja cool. Schrotpatronen-Fabrikatorplan, mineralisches Material, synthetisches Material und Schrotpatronen, alles klar. Drücke T, um mehr zu erfahren. Chipsätze. Deine Transtar-Uniform und das Psychoskop können mit Chipsätzen verbessert werden, die dir verschiedene Boni-Verbesserungen und zusätzlichen Schutz verleihen. Installiere Chipsätze über den Inventarbildschirm deines Transcribes auf den Seiten Anzug-Chipsätze und Psychoskop-Chipsätze. Jetzt noch mehr bekommen. Psychoskop habe ich noch nicht, ne? Okay. So, ich habe eine Schrotflinte bekommen. Ich kenne, ich habe noch einen Fabrikatorplan. Und, oh, 3 Neuromods ist natürlich geil. Ersatzteile.
Die Frage ist, wie kann ich die, den Fabrikatorplan lernen? Das weiß ich wiederum nicht. Ich gehe mal auf Neuromods. Wir können jetzt wieder ein bisschen was lernen. Das braucht 3 Neuromods. Das ist mir jetzt zu viel. Ich mache einmal Hacken. Das könnte ganz wichtig werden. Und auf jeden Fall die Hebelkraft 1. Das nehme ich noch mit. Sicherheit, was ist das? Konditionsschub. Erhöht die Gesundheit auf 115 und deine Ausdauer auf 105. Du rennst, schleichst und kletterst und sprintest 5% schneller. Das wäre natürlich auch nice. Gut, das nehme ich auch mal mit. Was soll's. Haben wir die kleinen Sachen alle mal gemacht? Dann haben wir die schon mal. Moment. Und dann können wir uns ja dann langsam mal auf die anderen Sachen konzentrieren. Das ist die EMP-Ladung. Disruptor-Batterien, okay. Also wir haben auf jeden Fall Fabrikate. Wir kriegen doch bestimmt noch irgendwo so eine Werkbank. Ah, guck mal, eine Werkbank. Wahrscheinlich haben wir hier eine. Zu schnell, zu weit. Erster Auszug, die Kommerzialisierung des Raumfahrtprogramms. In Kennedys zweiter Amtszeit nahm der Wettlauf ins All neue Ausmaße an und wäre ohne seine Unterstützung wohl vollständig zum Stillstand gekommen. Mehrere Mondlandungen läuteten ein beschleunigtes Raumfahrtprogramm voller Tatendrang ein, sowohl in Regierungskreisen als auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Für die damalige Zeit ungewöhnlich, besonders im Gegensatz zu Kennedys erster Amtszeit, war der Umstand, dass es sich hierbei nicht um ein Rennen zwischen zwei Mächten handelte, sondern Sowjets und Vereinigte Staaten scheinbar gemeinsam in den Weltraum vorstoßen wollten. Interessant. Ich finde es tatsächlich ziemlich interessant, was hier so erklärt wird. Es macht schon Spaß, das alles sich durchzulesen und irgendwie so in die Story einzutauchen. Ich nehme hier alles mit. Wir haben wohl auch gerne Rohrzangen. Ah, ja. Wir haben hier wohl auch Morgenjuice. Sweet. Suit. Sweet. Sweet. Wir haben hier wohl auch gerne selbst ein bisschen gebastelt. Ah, Fabrikator. Ah, ja. Schrotpatronen. Was brauche ich dafür? Oder die Lizenz. Herstellungszutaten in den vorhergesehenen Plätzen. Ich kann ja mit Y machen. Sehe ich dann, was das ist? Nee, ne? Inventar 10. Industrierohrzange, Hefe, hast du hast durch auch Hefti genannt. Ach, hier muss ich. Ach, hier. Ah, da. Okay. Ich probiere das gerade mal aus. Wo sehe ich denn? Ach, das. Doch, das habe ich. Moment. Muss das nicht das Zeug hier sein? Ich mache mal Tutorial. Fabrikatoren. Fabrikatoren nutzen Fabrikatorpläne, um Dutzende von nützlichen Gegenständen an Bord der Talos 1 herzustellen. Jeder hergestellte Gegenstand verbraucht eine Kombination aus organischem, mineralischem, synthetischem und exotischem Material. Suche auf der Talos 1 nach Plänen und Materialien. Okay. Ach so, okay. Ich kann das einfach so, okay. Ich mach das einfach mal, da gucken. Cool. Jetzt zeigt er mir auch direkt an, dass ich es nicht, dass ich zu wenig habe. Operated Dispenser, was auch immer der macht. Und hier, ich glaube, das ist noch ganz interessant. Gegenstände in Abfallbehälter werfen. Okay. Öffnen. Schrott übertragen. Dann bleibt nur noch Sachen, die ich verwenden kann tatsächlich. 9 mm Munition, die ist da oben ganz gut aufgehoben. Ja, so, das sind genau, das ist die Munition. Kingsway Sekt. Na gut, das weiß ich jetzt nicht. Doch nochmal hier. Die Munition habe ich noch. Ich habe doch noch Glue-Munition, oder? Da. Warum habe ich eigentlich 2 Rohrzangen? Egal. Kann man bestimmt auch recyceln, was soll's. Das sind ja irgendwelche Materialien, was auch immer ich mit denen brauche.
Reinigungsmittel, Klebstoff für Reparaturen, okay. Hm. So, hier unten hin. Psychopo, komm jetzt mal hier hin. Jetzt habe ich auch keine Ahnung, wie ich das anordnen soll. Das ist ja auch eigentlich erstmal Wurst. Hm. Was weiß ich, ey. Keine Ahnung. Okay, Tape? Guck nur eins. Das ist so cool gemacht, ey. Exotisches Material. Wie cool das gemacht ist, Mann. Das ist echt nice. Kann ich mir noch mehr Munition machen, aber ich lasse es erstmal dabei. Wie viel hab ich denn? Ich hätte doch 22, okay. Ja, ich nehme wieder die Rohrzange. So, den Apfel nehme ich mit. Das ist ein Familienfoto. Tresor. Klugkanon Munitionsfabrikatorplan. Und ein Waffen-Upgrade. Da komme ich nicht rein, okay. Ein Waffen-Upgrade. Ich hätte vielleicht einfach lesen sollen.